So Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Review Special. Wir wissen, ich habe ja Review Special gemacht, das bei der Forum-Ding angemeldet, und zwar snsbeat.com. Wirklich sehr empfehlen die Seite, der Gerichtsforum über eine super Fanseite, wirklich empfehlenswert. Und sie war sehr empfehlenswert. Und wir wissen, Part 1 war Biker Mike von Mars. Das gab dann Bronze-Medaillen, Spiel bei 8 Punkten. Bei dem Grafik 7 Punkte, Sound 9 Punkte. Aber bis 8 Punkte Spielwert aussehen. Genauso wie der Stimme Spielwert aussehen. 9 Punkte Spielwert, 9 Punkte Gesamtwertung. Ja. Und hat eben. Gab es 9 Punkte für den Spielspaß, 7 Punkte für die Grafik und noch 8 Punkte für den Sound. Okay, und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Wieder Rail von mir, sonst gab es 5 Rail von mir, die anderen 60. So, und dann haben wir ca. 180 sind von der anderen, 5 von mir. Okay. Part 3, Ninja Warriors. Ein etwas seltenes Game, aber vor allem Ding. L1, um das sich lohnt zu kämpfen. Okay, und dann werden wir es da. Das Spiel ist okay, durch. Dann starten wir. Now let's begin. The Review Show about Ninja Warriors. Okidoki. Publisher, also hier, dieser Titel ist die Firma Titus, Entwickler Natsume. Die Version, über die ich hier berichte, ist die PAL-Version der europäischen Version. Die europäische Version. Ist die europäische Version. Und der Release, also das Spiel ist 1994 erschienen, ein Jahr nach meiner Geburt, und der 1993 geboren. Also im selben Jahr ist außerdem erschienen, das Spiel ist außerdem im selben Jahr erschienen. Wie bei Kamais von uns. Ja, ganz genau. Ganz genau. Bis zum Schluss gibt es die Bewertung. Aber jetzt erstmal den Text. Okay. Ninjas, Kundschafter, Spione, Saboteure oder Meuchler. Sie prägen bis heute die Kultur Japans. Neben den Samurai-Kriegern sind sie die bekanntesten Gestalten des Landes seit seiner vorindustriellen Epoche und tauchen bis heute, wenn auch oft verklärt, im allgegenwärtigen Spielfilm auf. Im Deutschen hat Ninja die Bedeutung verborgen. Die Zweitbezeichnung Shinobi heißt wörtlich übersetzt Verbergen. Weibliche Ninjas werden schlicht Kunoichi genannt, was sich auch in den Charakternamen von Ninja Birds niederschlägt. Also, im Jahre 1987, als die Arcade-Automaten den Alltag der leidenschaftlichen Zocker bestimmten, erblickte der Ninja Birds erstmals das Licht der Videospiele. Raffinierte Kampftechniken, zwei Ninja-Krieger, das Herz eines jeden Gamers gehört. Raffinierte Kampftechniken, zwei Ninja-Krieger, das Herz. Eines jeden Gamers schlug höher. Mit Street Fighter, welches ja im selben Jahr seine erste Veröffentlichung zelebrierte, hatte Ninja Warriors gleich einen ernsthaften Konkurrenten um die Fighting-Gruppe. Ob PC Engine, Mega CD, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Amiga oder Atari ST, das Game schlug ein wie eine Powerbombe. Nun kommen wir wohl zum Sahnehäubchen der Serie. Nämlich das nächste Secure, also Secure, englisches Wort für Nachfolge. Diese Nachfolgeversion bekam in Europa den verwirrenden Namen Ninja Warriors, während die japanische Version mit dem Ninja Warriors Again klar ein Nachfolger suggerierte. Es hatte in Sachen Grafik und Sound natürlich erhebliche Fortschritte gemacht. Schließlich brachte die neue Konsolengeneration neue technische Möglichkeiten mit sich. Und solch einer Technik konnte man zu Arcade-Zeiten teilweise nur träumen. Das Gameplay bedient sich sowohl an den Vorgänger als auch an bekannten Genrevertretern wie Final Fight. Ist ja auch, also Ninja Warriors hat auch eine Zeit. Allerdings hält sich der Bekanntheitsgrad dieses Games leider in Grenzen, was auch daran liegt, dass es nur ein kleines Stückzahl außerhalb Japans erschienen ist. Der europäische Markt hat mit Batman Returns, Battle the Time etc.
Bereits andere Vorzeigetitel während Ninja Warriors schnell in der Versenkung verschwand und nicht viele Exemplare den Weg in die heimische Wohnzimmer fanden. Zugegebenermaßen etwas doof an der PAL-Version ist die Zensurschere, da man es außerhalb Japans scheinbar in einem Belang allzu gewalttätig fand. Naja, kann schon sein, ja, man muss halt schützen. Vor allem für Spieler unter 18 Jahre, ja, bin ja 18 und seinem Schiff. Dann hat ihn so schwer geklappt, muss man dem so akzeptieren. Tja, so ist es. Tja, so ist es. Die Story des Games hat politische Hintergründe. In der Zukunft lebt die US-amerikanische Bevölkerung in Ruhe und Frieden. Alles scheint so perfekt zu sein. Doch eines Tages, nachts muss der kommt das böse Erwachen. Ein militärischer Tyrann namens Bangla marschiert mit seinen Truppen in die USA ein und erpresst die Einwohner der Vereinigten Staaten, wodurch es ihm gelingt, der Herrscher dieser Nation zu werden. Nachdem er der Bevölkerung eine sogenannte Gehirnwäsche verpasst hat, die Bewohner wissen nicht mehr, was ihm geschieht, also total paralysiert oder was heißt lieber Ding, total Ding. Und Ohnmacht gefallen hat ihm total Ding. Nee, nicht mehr bei Sinn, leider. Dann liegt er dem US-amerikanische Gesetz in Ruin. Was einst noch ein ökonomisch starkes Land war, ist jetzt ein finsteres Vermächtnis des Bösen. Doch es gibt noch Hoffnung. Ein Lichtstrahl am Horizont. Eine kleine, aber mächtige Untergrundposition, Opposition, geführt von einem Mann namens Mike. Vielleicht so eine Parade zum Unglaublichen. Stellte eine tolle Kampagne auf die Beine, um Banglas bösen Treiben ein Ende zu bereiten. Doch leider scheiterte diese Aktion bald. Die Truppe war keine Herausforderung für Bangla und wurde schnell aus dem Verkehr gezogen. Die letzte Hoffnung für die USA sind nun drei Ninja-Roboter namens Ninja, Kunoichi und Kamatachi. Tja, anfangs hat man die Qual der Wahl zwischen den drei schon genannten erwähnten Ninja-Protagonisten. Während Ninja im Vergleich zum Vorgänger deutlich muskulöser auftritt und neben seiner Muskelkraft einen höchstens einmal seinen Chaku einsetzt, ist Kunoichi, die Ninja-Dame im Bunde wie gehabt, mit einem zierlichen roten Anzug ausgestattet und fegt mit Kunai und Schwert die Widersacher vom Bildschirm. Kamaitachi, der sich auf dem SNES sein Debüt bei Ninja Warriors gibt, ist mit einem schwarzen Gewand und sichelähnlichen Armen unterwegs. Leider wurde bei diesem Spiel auf einen Zweispielermodus verzichtet. So muss man sich alleine durch den Gegnerscharen durchkämpfen. Der Schwierigkeitsgrad ist für ein Beat'em-up durchaus akzeptabel, weswegen man aber durchaus auch gut alleine zurechtkommt. Möglicherweise wäre das Spiel zu zweit sogar zu einfach geworden. Zum Einstieg ist der normale Schwierigkeitsgrad bereits gut geeignet, denn mit genügend Übung kann jederlei zu einem recht guten Kämpfer aufsteigen. Der harte Schwierigkeit hat es hingegen hinsichtlich. Kein Wunder bei wachsenden Gegenständen. So, liebe Leute, nun zur Spielgeschichte. Das Game bedient sich wie viele Beat'em-ups der Side-Scrolling-Perspektive. Vergleicht man die drei Charaktere gameplay-technisch, so wird man gewisse Unterschiede erkennen. Ninja zum Beispiel ist der stärkste, er hat die beinhartesten Kicks drauf und verführt auch die kräftigen Sprünge. Kunoichi punktet mit den ausbalancierten Kampftechniken. Ihr prachtvolles Haar ist natürlich auch von Vorteil, man möge sich glatt ein wenig an Dixie Kong aus der Donkey Kong Serie erinnern. Trotz ihres zierlichen Auftretens scheint es der Ninja-Kämpferin aber nicht an Stärke zu mangeln. Auch sie wirft fröhlich mit Motorrädern und Kisten um sich. Kamaitachi ist wiederum der schnellste in der Truppe. Er dreht mit seinen schnellen Moves den Spieß leicht um. Apropos Spieß, seine Sichelarme ermöglichen es ihm, Gegner förmlich aufzuspießen. Gut möglich, dass er ein Klon von Vegas Street Fighter ist. Am Ende eines Abschnitts wartet ein Stage Boss, der durch verschiedene Taktiken natürlich weiter schwieriger zu besiegen ist. Hat man alle 9 Stages und Bosse beendet, kehrt Lenzi wieder Frieden in die Vereinigten Staaten und so gehört sich das Happy End. Halt eben. Grafisch ist Ninja Warriors ein wahrer Kracher.
Die Grafiken sind bunt, die Effekte bombastisch und die Ninja-Thematik beißt zugefallen. Gegenüber der Grafik anderer Beat'em-ups brauchst du die Ninja Warriors rein gar nicht zu verstecken. Egal, ob der Charakter das Blut meines Gebäudes in Kaboom zerbricht oder etwas Taume explodiert, die Animationen sorgen jedenfalls für offene Münder. Hier werden die Stärken des SNES vollkommen ausgenutzt. Für sein Erscheinungsjahr ist die Technik einfach nur genial. In diesem Falle ziehen die meisten Genre-Kollegen den Kürzeren. Auch soundtechnisch wird dem Spieler eine Menge geboten. Zu jeder Situation hat das Spiel die passende Musikuntermalung, egal ob man sich durch die Horden prügelt oder einen hektischen Bosskampf erlebt. Wenn es aber bei diesem sonst vorbildlichen Spiel etwas zu kritisieren gibt, dann sind es die Soundeffekte. Auch wenn sie auf den ersten Blick abwechslungsreich erscheinen, sind einige doch repetitiv genutzt, einige doch etwas, so Dinge nicht so umfangreich genutzt, wie sie genutzt werden können, repetitieren einfach Dinge. Etwas zum, aus dem Potenzial, das möglich gewesen wäre, bei Soundeffekten einfach etwas zu wenig gemacht. Hätte einfach mehr Potenzial gehabt und die Soundeffekte, deswegen sind die auch repetitiv genutzt, weil die noch ein bisschen das Fremdwort zum weitergeht. Also der Sound passt dennoch einigermaßen und die Musik hat einige tolle Titel zu bieten. Da die positiven Aspekte hier eindeutig überwiegen, kann man mit den Gebotenen durchaus zufrieden sein. Und das Fazit ist auch, oder mal wieder ich, Matthew Serbian Boy. Ja. Ninja Warriors ist schlichtweg ein geniales Sequel. Also genial Sequel, englisches Wort für Nachfolger. Das sein Original letztlich sogar überflügelt. Es beweist, dass Beat'em Up diese Stärken mit einer großen Prise Spielspaß, das Verkloppen macht einfach nur Laune und sorgt dann drei verschiedenen Charakteren und neun umfangreichen Stages für eine Menge Abwechslung. Ich persönlich, habe sehr viele positive Stunden mit Ninja Warriors verbracht und kann mich auch heute immer mal wieder für eine neue geile Runde Ninja Warriors begeistern. Hoffe, Leute, ihr auch. Ihr werdet es nicht mehr versprochen. Und nun, schlussendlich noch die Bewertung. Okidoki. Okay, der Spielspaß, also mal wieder der entscheidende Faktor, jetzt hier 9 von 10 Punkten, also wieder das Spiel, mal wieder eine Silbermedaille, sieht genauso wie NBA Jam Tournament Edition. Die Grafik erzählt auch klasse 9 von 10 Punkten, da ist wirklich klasse, kann man gar nicht dagegen sagen, eindeutig. Ja, und Sound? Ein kleiner Schwachpunkt im Vergleich zu beiden, das ist ein Punkt weniger Thema als Spiel beim Grafik und dennoch auch super klasse, 8 von 10 Punkten. Ja. Und dadurch insgesamt natürlich das Spiel ein Must-Have. Sollte so in keiner Sammlung von SNS-Freaks, SNS-Liebhabern fehlen. Also bitte besorgt es, wenn ihr schon, es ist wirklich arges selten, aber nicht unmöglich, es aufzuschnappen. Ja. Eine wirkliche Side-Scrolling Beat'em Up Pad. In meiner Meinung nach das beste Side-Scrolling Beat'em Up auf den Super Nintendo. Entertainment. Peace. Okidoki. So, also dann. Silbermedaille, nochmal alles miteinander. Spielspaß 9 von 10 Punkten. Spielspaß erzielt 9 von 10 Punkten. Die Grafik ebenso 9 von 10 Punkten. Und der Sound 8 von 10. Damit Gesamtbewertung, also halt 9 von 10 Punkten. Es ist ein Must-Have. Und erntet mal wieder eine klasse Silbermedaille. Genauso wie NBA Jam Tournament Edition. Michael Meister Mars hat auch immer eine Bronzemedaille geerntet. Genau. Okidoki. Also, Silber, Gesamtbewertung 9 von 10 Punkten, ein Master und Silbermedaille für Ninja Warriors. Dem meiner Meinung nach besten Side-Scrolling Up für das Super Nintendo Entertainment System. Yeah. So, Leute, ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß beim Zuhören. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Part 4. Okidoki. Warte mal so. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Herz für euch alle. Okay, wir sehen uns nächstes Mal. Euer Matthew Serbianboy. Yes. Nochmal für alle Englisch-Zuschauer. I hope that you have liked to hear this review.
side-scrolling Beat'em-up auf der Super Entertainment System Ninja Warriors. I hope you have very much fun. And see you next time. To part 40. It's Matthew Serbian Boys Daniel. Peace. See you next time. Thank you very much. Hey. Aye. Yeah. Thank you very much.